Die stimmberechtigten Türken hier in Deutschland, die votieren traditionell eher konservativ und stützen so die Regierung Erdogans. Aber das gilt längst nicht für alle Exiltürken auf der ganzen Welt. Den ehemaligen Gastarbeiter in den ehemaligen Anwerbestaaten in Deutschland, in den Niederlanden, in Österreich, in Dänemark, in Belgien, das habe ich vergessen, in Frankreich ist die AKP tatsächlich erzielte Ergebnisse auch zuletzt von bis zu 65%. Das ist deutlich mehr, als sie in der Türkei erreicht hat. Aber das hängt mit der Zusammensetzung der Einwanderung, mit der Soziologie der Einwanderung zusammen, welche Leute aus welchen Milieus kamen hierher. Und was sich dann auch über Generationen hinweg dann quasi auch fortschreibt. In anderen Ländern, in Großbritannien zum Beispiel, in Schweden oder in der Schweiz, wo die Einwanderung aus der Türkei vor allem politische Flüchtlinge waren, da ist die pro-kurdisch linke HDP ist da die stärkste Partei in Großbritannien zuletzt bei knapp 50%. In wieder anderen Ländern, die USA, wo es auch eine sehr große türkische Community gibt, wo eher gut ausgebildete Leute ausgewandert sind, da ist wiederum die kemalistisch-sozialdemokratische JRP liegt dabei für über 40% in den USA und in Kanada. Also es kommt, deswegen kann man das nicht sagen, die Diaspora ist konservativer als in der Türkei, sondern je nachdem, um welche Diaspora es geht, wie ist die Zusammensetzung, wie kamen die Leute, was sind das für Leute, die in diese jeweiligen Länder eingewandert sind,